That 20,000 years ago, before the pharaohs of Egypt, another African civilization produced a sophisticated calculator. Proof that primitive man was well acquainted with mathematics lies under lock and key in the dusty archives on the 19th floor of Belgium's Royal Institute of Natural Science. Best described as a prehistoric calculator, it's a piece of animal bone, just 10 centimeters long, about 4 inches. Discovered in the 1950s by a leading Belgian archaeologist, the bone was found near Lake Edward at Ishango, on the border between the Congo and Rwanda. O negro se farta do fruto da sua beleza. Atribui-se também a ele essa sua. Die Buchhandlung Elsässer, die ist berühmt gsi. Die gibt's nicht mehr. Dort ist im Schaufenster 1996 das Buch gelegen. Dann das erste Rätsel, das bis heute noch nicht gelöst ist, ist der Ishango-Knochen. Die Entschlüsselung von dem Knochen, das ist ja genetische Vergangenheit, sind ja unsere Wurzeln. Da hat mich der Dr. Steinberg 1962 als Zeichnungslehrer angestellt. Und da im ersten Stock ist der Zeichnungssaal. Der von Mathematik und Malerei begeisterte Peter Grenacher lebt und wirkt als außenseiterisches Kuriosum in Zürich. 1939 in der Limmatstadt geboren, wurde er durch die historischen und kulturellen Strömungen des 20. Jahrhunderts geprägt, nicht ohne dabei stets als scharfer Beobachter seinen eigenen Standpunkt mit eigener Interpretation der gesellschaftlichen, sozialen und geistigen Entwicklung zu suchen und zu finden und sich stets von Neuem darin einzuordnen. Starkes Interesse und Augenmerk beanspruchten ihn seit 1996 mit einer eigenen Entschlüsselung des geheimnisvollen Ishango-Knochens. Über diesen kleinen, nur etwa 10 cm großen, 1950 vom belgischen Archäologen Jean de Heinzelin de Procourt am Lac Édouard in der Republik Kongo entdeckten Knochen eines Pavians, der sich heute im Königlich-Belgischen Naturwissenschaftlichen Institut von Brüssel befindet und dessen 7 Meter hohe Replika eindrücklich den Eingang zum Museum schmückt, wurde schon viel gerätselt und geforscht. Auch Peter Grenacher beeindruckte dieses zwischen 22 und 25.000 Jahre alte Artefakt. Seine eigene, ausgiebige Forschungsarbeit zur Beweisbarkeit der mathematischen Logik dieses prähistorischen Knochens sind ein exzellentes und farbenprächtiges Meisterwerk der Darstellung und des Zahlenspiels. Im Auditorium Maximum der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich wird seine Arbeit am 27. September 2018 präsentiert. In Osso Veritas ist jedoch darüber hinaus ein Porträt über den quirlig denkenden, scharfen Beobachter Peter Grenacher. Da bin ich mit den Schülern, die sich vorbereitet haben für die Polyaufnahmeprüfung, Perspektiven zeichnen und dann, wenn ich jetzt da bin, kommt mir in den Sinn, was ich eigentlich mit den Schülern gemacht habe. Ich bin dann auch ins Zoologische Museum, haben die Knochen gerüstet und das Zeug angeschaut. Ich habe ein paar Sachen erzählt.
Und heute kommt man eigentlich den Ischango-Knochen in Sinn, weil ich gerade neben dem Zoologischen Museum, ins Archäologische Museum, und dort habe ich halt die Seminararbeit müssen machen, die ich nie abgegeben habe. Da ist mir alles in den Sinn gekommen, dass ich eigentlich schon an dem uralten Zeug nachdenke. Ja, der Pavian als Haustier. Eben, den gibt es heute noch in Afrika, der Moschus. Ich bin ja auf allen vier so läuft. Der Familienverband bei den Primaten und dann beim Homo sapiens, die Populationen schwanken zwischen vom Anfang bis maximal etwa 120. Das ist so eine Faustregel. Und von 120 an teilt sich die Gruppe. Vermutlich wegen Blutauffrischung und auch, weil die Organisation, wenn es mehr als 120 sind, nicht mehr funktioniert als Clan, als Familie, die zusammenhebt. Dann spaltet es sich. Und mir, als ich bei der Kleinste in der Familie von 5 und noch angenommene Kinder, etwa 7 oder 8 Stück, bei der Kleinste und wir haben es Äffli gesagt. Und wir sind jetzt auch bald etwa 120. Aber wir leben nicht mehr zusammen, zum Glück. Der Giraffe, der neu mit der Raffs zu tun hat, er hat auch 7 Halswirbel auf die Länge, das sind eine riesige Teile. Vom Le Corbusier, hinter der Mauer, spielen die Götter, sie spielen mit Zahlen, aus denen das Weltall gebaut ist. Das auf und pfeffert vor sich hin mit einem Teufelschnuff. Seine kleinen Laufchen treppeln ungeschickt dahin und es knäppelt durch seine Scheicheln dahin. Dann wenn ich rauschen ein Liedli im Moll, denn in Dur wär's allem noch nicht so toll. Die Sonne geht unter und der Mond glänzt wie Gold und immer noch schlärpelt und zirkelt der Kobold. Es ist der Kobold Hemlilupf. An der Ecke hocke ich mich ab, immer so. Das ist noch eine schöne Ecke. Ich mache immer Pause da, wenn ich an der Post bin. Thank you.
wir saufen etwas oder fressen etwas. Dankwart in der landwirtschaftlichen Schule, wo ich die Zeichnung gegeben habe. Ja, ja. Und das sind meine. Ja, das ist alles durcheinander, das ist nicht chronologisch. Da kommt mit der Architektur, auch mit Zahlen natürlich etwas zu tun. Ist das Prinzip? Ich glaube, ein Schwingungszahlenverhältnis hat auch mit Fibonacci-Zahlen zu tun. Weißt du, wenn du sie halbierst? Oder? Weil es geht ja nicht auf, das, was wir haben, dass man da kann mit dem spielen kann, das ist ja wohl temperiert. Das Klavier ist trimmt. Und gegen dort ist alles möglich und die muss sich am Klavier anpassen, oder? Sonst ist dort falsch. Die Explosion, der Urknall, ist das, zahlt die eine Sitze oder nicht? Salpi ist überall dabei in der Physik oder Mathematik, wo du willst. Sie kommt immer plötzlich, ist es wieder da. Weil das ist ja ein statisches Modell, der Kreisunfall. Den gibt es ja gar nicht im Universum. Das ist ja in Bewegung. Das Ganze. Wenn du den Ort bestimmst, dann bestimmst du den Ort, aber der Planet ist schon weiter. In dieser Zeit, die rasen ja in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, oder? Das sind 30 km pro Sekunde, die Erde. Beim Urknall ist die gesamte Energie konzentriert auf so ein kleines Kügelchen. So schwer ist es wie das Universum. Alles ist hier drin. Es gibt also einen maximalen Punkt, wo es das nicht mehr verdreht, der Druck immer grösser wird, dann verjagt es. Dann spreiten sie auseinander. Helium, Wasserstoff und so. Die Lichten, die Schweren fliegen raus, oder? Und verklumpen sich. Und so hat sich langsam sich Planeten und Sterne und so Zeug. Das ist Theorie. Er ist am Anfang geschätzt worden, 9000 Jahre alt. Das habe ich natürlich nicht untersucht. Aber heute mit der C14-Methode, mit dem Kohlenstoffzerfall von dem C14, das geht ja Millionen Jahre, bis das wirklich weg ist. Ich weiß nicht wie viel, oder 200.000 Jahre. So ist das Original, wo es gefunden wurde, ist gezeichnet worden, oder? Und dann habe ich die Dings angemalt. Die drei Kolonnen, oder? Das ist ja auf einem Knochen. Der Ausgrabungsleiter war in Belgien. Der Heinzelin heisst er. Der hat vermutet, dass das, der hat gesehen, 11, 13, 17, 19, und der hat gedacht, das ist ein mathematisches Teil und hat das vorgeschlagen. Und alle Mathematiker haben sich damit beschäftigt und keiner hat etwas herausgefunden. Ja, Mondkalender mit Veränderungen und so, vielleicht haben sie einen Kalender gehabt, so wie wir bei den Kälte das auch vermutet in ihren Steinanlagen, dass das irgendwie mit den Planeten, mit dem Mond und der Sonne zu tun hat. Das ist ja auch wahrscheinlich auch naheliegend. Jetzt in den 25.000 Jahren alt, jetzt sagen die Wissenschaftler, ja, Primzahlen ist ein relativ modernes Problem. Das hat der Euklid etwa 800 oder so, oder 700 vor Christus, hat er das mathematisch beschrieben und bewiesen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Ich bin auch kein Kreationist, aber der Mensch hat sein Hirn von Anfang an gehabt, in dieser Grösse, wie wir sie jetzt haben, immer noch, es hat sich nicht entwickelt. So sieht die Explosion aus. Hat etwas Explosives, ja? Das ist doch wirklich eine Explosion. Das ist mit den chemischen Elementen. Also. Und das sind Gottverdammt wie 120. Da ist das Skelett. Weil abgeschaut hat es am Skelett. Siehst du?
7, 4 und 3, das sind die drei Striche, das sind ja, das sind, man ist eine Menge rechnen. 4 und 3 gibt 7 und die siebte Zahl, die Fibonacci-Zahl, ist 13. Dann schauen wir, was wir da machen können oder ob wir es einfach so sein lassen und den Text. Nein, ich komme zu dir rauf. Wenn das geht bei dir. Wir haben nicht lange. Das Geheimnis des Ishango-Knochens. Digitaler Code aus der Urzeit und Versuch seiner Entschlüsselung. Der Zusammenhang zwischen den Ishango-Einkerbungen und den 8 Schädelknochen, den 13 Gesichtsknochen des Menschen, unterstützen die Vermutung, dass dem Ishango-Knochen ein fundamentales Naturgesetz kodiert ist.
Das habe ich kürzlich gelesen, ich wollte mitnehmen, so ein ziemlich dickes Picasso-Buch, alle Perioden. Das ist, wenn ich jemanden frage, was Kunst ist, und ich wüsste es, dann würde ich es für mich behalten. Das ist der menschliche Schädel mit den 8 zusammengewachsenen Schädelknochen, die das Hirn umschliessen. Und dann sind da Gesichtsknochen inklusive Kiefer. Das sind 13 Knochen. Die beiden Jochbeine, die Maxilla sind auch 2 Teile, der Kiefer und so weiter. Das sind 13. 13 und 8 gibt 21. Das sind Fibonacci-Zahlen. Jetzt, wenn wir weitergehen und den Schädel als 1 nehmen, wo das Hirn eingepackt ist, und den losen Kiefer, der separat ist, als 2, dann kommen die Halswirbel, das gibt 9, dann kommen 12 Brustwirbel, 9 und 12 gibt 21, das ist wieder die 8. Fibonacci-Zahl. Da sieht man, wie die Primzahlen und die Fibonacci-Zahlen einen direkten Zusammenhang haben mit unserem Skelett und auch mit unseren Organen. Wie das auch sonst in der Natur beim Bienenzapfen oder bei allen Zapfen, die Spirale so und die Spirale so, sind auch 21, 8 und 13. Ein Naturgesetz, das überall vorkommt, im Osso Veritas. Zum Entschlüsselungsversuch von Peter Genacher von dem mystischen Ishango-Knochen. In Osso Veritas genial. Also wenn ich den genau anschaue, erinnert mich das an den Film 2001, wo die Affen sind, glaube ich, vor dem Monolith ankommen und dann nichts Besseres wissen und aufeinander hauen mit irgendwelchen Knochen. Ja, ich glaube, das ist der, der mal in die Wand raus gespickt worden ist und irgendwie dort oben geblieben ist. Mit der Wissenschaft, mit Statistiken können sie alles zeigen, was ihnen vorschwebt. Sie müssen nicht immer alles glauben, oder? Was da. Also, was wissen Sie darüber? Ja. Was haben Sie erfahren? Es ist vieles unbekannt. Also, es ist alles von Mutigen. Haben Sie schon mal etwas gehört vom Ishango-Knochen? Ja, habe ich gehört. Und zwar? Heute. Und zwar, dass das. Ich begreife es noch nicht ganz, aber es wird eigentlich noch sein, ja. Unser Massband vom Leben. Get together with Swiss Digital Summit, I think it highlights. Combines very well. Thank you very much. Thank you.
was Sie da sehen, das sind ja Markierungen, das sind Kerben, die im Wesentlichen, wie soll ich dem sagen, Werte oder Positionen repräsentieren. Und alle diese Kerben zusammengenommen geben eigentlich einen Code. Die geben im Wesentlichen einen digitalen Code. Und der Peter Grenacher, und ich muss es vielleicht so sagen, ursprünglich als mathematischer Laie, als Künstler, hat sich dem Code angenommen, aus Freude, aus Neugier auch, kann man sagen, und aus Freude über so ein historisches Gebilde, und hat nach meiner Meinung, ich bin nicht ein Experte auf diesem Bereich, aber nach meiner Meinung hat er sensationelle Zusammenhänge festgestellt. Es hat sensationelle Zusammenhänge speziell mit Fibonacci-Zahlen und den Knochen und mit Primzahlen und den Knochen. Und ich jetzt als Mathematiker eigentlich muss den Hut ziehen und sagen, extrem beeindruckend. Was ich nicht kann beurteilen und was vielleicht muss ein wirklicher Historiker beurteilen, ist, wie stark jetzt die Korrelationen, die du herausgefunden hast, dann auch semantisch, inhaltlich wirklich verhält. Oder ob das nur, wie Kelvin vorher gesagt hat, ob das nur spurious Correlations sind oder ob das wirklich intrinsische, echte Korrelationen sind, die auch so gedacht worden sind, wo der Knochen hergestellt worden ist. Das kann ich nicht beurteilen, aber rein die Zusammenhänge, die verschiedenen Beziehungen zwischen den Kerben in dem Knochen, wo du herausgefunden hast, ist sensationell. Also ich hätte es nicht können, ich wäre nicht auf die Idee gekommen. Ich glaube, es kann nur jemand machen, der wirklich eine Liebe hat zu dieser Thematik, eine Liebe hat gleichzeitig zu der Kunst, zu der Historie und zu den Zahlen. Ich danke Ihnen für die Ausführungen, Professor. Gern geschehen. Mm-hmm.